Tag für die Düsseldorfer Polizei. Ihr Vorhaben, an allen Problemzonen mindestens gleichzeitig mit den Fans zu sein, klappte. 450 Polizisten kontrollierten etwa 500 Hooligans. Das Ergebnis: 120 Festnahmen bereits vor dem Spiel. Im Stadion, dank der stimmungsvollen Kapelle von Ajax Amsterdam, gute Stimmung. 12.000 Zuschauer und nach einem Fehler von Jan Wouters die erste Möglichkeit für den Underdog aus Erfurt. Hier Wouters Fehler und die Chance für Uwe Schulz, Torwart Stanley Menzo. Ajax ohne die Verletzten Roy und Jonk, mit De Boer und Aaron Winter, dem 16-maligen Nationalspieler. Trainer Louis van Gaal links, 40 Jahre alt, er ist der Nachfolger von Leo Beenhakker. Fast eine halbe Stunde vorbei. Erfurt hielt sich wacker. Bergkamp, Fink, Kopfballsieger, Bergkamp gegen Abel und dann Stefan Pettersson zum 1:0 für den hohen Favoriten Ajax Amsterdam. 27. Minute. Die Wiederholung, Bergkamp Kopfballsieger hier gegen Abel und dann der schwedische Nationalspieler Stefan Pettersson. Ajax überlegen, ohne sich allerdings große Chancen herauszuspielen. Ausnahme 42. Minute, Aaron Winter nach Flanke von Blind. Zur Pause nur 1:0. Das Hinspiel hatte Ajax ja 2:1 gewonnen. Dann kam der Regen und Ajax wurde überlegener. Gronendijk, Pettersson, Distel dazwischen. Josep Kusche, der Trainer von Rot-Weiß Erfurt, er durfte Konrad und Buvac nicht einsetzen. Sie sind ja für den Europapokal noch nicht spielberechtigt. Fons Gronendijk, im Hinspiel saß er noch auf der Reservenbank. Heute war der 28-jährige Mittelfeldspieler einer der auffälligsten. Mitte der zweiten Halbzeit. Wouters, Mannschaftskapitän Danny Blind, 13-maliger holländischer Nationalspieler. Und hätte es nicht geregnet, dann wäre dieser Ball wohl nicht ins Netz gegangen. 2:0, 58. Minute, Danny Blind, Distel verärgert. Die Wiederholung. Der Schuss von Blind setzt auf, bekommt dadurch Fahrt auf dem nassen Boden, 2:0. Dann eine Auswechslung, Van Schip für Petersen. Die Zuschauer, die holländischen Fans pfiffen. Van Schip hat im Moment keine guten Karten, weder bei den Fans noch beim Trainer. Er sollte nämlich neulich gegen Willem II Tilburg rechts außen spielen und weigerte sich. Und hier hat er auch sogar Orientierungsschwierigkeiten und prüfte unabsichtlich seinen eigenen Torwart Menzo. Noch 5 Minuten. Van Schip diesmal mit dem richtigen Orientierungssinn. Pettersson und der eingewechselte Johnny van Loon drückt den Ball über die Linie. 3:0, 85. Minute. Hier die Wiederholung. Van Schip, Pettersson und Johnny van Loon. 3:0, das war's. Rot-Weiß Erfurt verabschiedet sich erhobenen Hauptes aus dem UEFA Cup. Ajax dürfte noch einmal nach Düsseldorf kommen. Hoffentlich feiern die Holländer heute Abend so, dass wir sie in Düsseldorf dann doch gerne wiedersehen. Nicht die Spieler sind gemeint, sondern ihre Freunde.